Jan Bammert, Verteidiger vom FC Thun, Nazi-Pause. Was war der Fokus bei uns? Wir konnten sehr viel arbeiten, gut arbeiten. Sei es defensiv, offensiv, taktische Sachen. Ich glaube, auch mit dem Testspiel haben wir sicher die Spieler, die jetzt in der Meisterschaft ein bisschen weniger den Rhythmus hatten, eine Minute dabei gehabt. Und auch allgemein hast du eine andere Belastung, als wenn ein Meisterschaftsspiel ansteht. Und von dem her, denke ich, haben wir sehr gut arbeiten, wie gesagt, in verschiedenen Bereichen. Du bist neu hier, oder vorher aber im Training zugeschaut. Du hast schon eine Rolle, die du viel delegierst. Wie siehst du dich in der Mannschaft? Ich probiere einfach, so das hineinzugeben, was mich etwas ausmacht oder halt auch mein Naturell ist. Das heisst, auf dem Platz probieren zu kommunizieren, ein bisschen die wenige Erfahrung, die ich habe, mitgeben, den Spielern ein bisschen helfen, auch, die jetzt ein bisschen jünger sind. Ich glaube, wir haben eine recht junge Truppe. Probieren einfach der Mannschaft ein bisschen die Persönlichkeit, die Kommunikation hineinzugeben, dass das Leben auf dem Platz ist und dann auch so halt die Energie hineinbringen. Und sonst, wie gesagt, auch probiere ich mich auf meine Stärken zu konzentrieren. Klar, dass ich dann der Mannschaft so helfen kann. Und ich glaube, es kommt immer mit jedem Training, mit jedem Spiel kommt das besser. Und ja, wie gesagt, von dem her probiere ich einfach das hineinzugeben, wo ich kann. Xamax, wir hatten vor der Nazi-Pause das Highlight im Cup, wo wir Xamax 2-1 schlagen konnten. Ich bin extrem in der letzten Minute. Jetzt kommt Xamax noch einmal, will wahrscheinlich Revanche. Was erwartest du für ein Match gegen sie? Ja, es ist ein schwieriges Spiel, wie glaube jedes Spiel in dieser Liga. Es war sicher für uns ein ganz schönes Spiel in Neuchâtel, wo wir so spät gewinnen konnten. Wir haben uns ein bisschen gewünscht, das Spiel ein bisschen früher zu entscheiden, aber schlussendlich sind wir eine Runde weitergekommen. Das ist das, was zählt. Wir haben ein Heimspiel. Da machen wir natürlich alles dafür, dass wir das gewinnen können. Vor unseren eigenen Zuschauern. Ich glaube, wie gesagt, letzte Woche haben wir gut geschafft. Diese Woche werden wir auch wieder alles dafür machen, dass wir top vorbereitet sind. Und dann gehen wir das Spiel an wie jedes andere und probieren, die drei Punkte da zu behalten. Mal abgesehen vom Platz, wie gut gefällt dir Thun jetzt schon? Gut, ich muss sagen, von Thun selber habe ich noch nicht so viel gesehen. Sonst aber kann ich eigentlich nur ausschließlich positive Sachen sagen. Das Wichtigste ist natürlich, wie mich die Mannschaft aufgenommen hat, wie schnell ich mich hier wohlfühle. Ich muss sagen, die Jungs haben das relativ einfach gemacht, auch in den Trainings, neben dem Platz, Stimmung in der Mannschaft, in der Garderobe. Das hat es mir eigentlich sehr einfach gemacht, mich schnell wohlfühlen und mich einfach aufs Sportliche konzentrieren, was ja auch mein Anspruch ist, in jedem Training besser werden, der Mannschaft helfen und das dann auch auf die Wochenende, auf die Spiele umzusetzen. Und ja, von dem her gefällt es mir bis jetzt sehr gut.